Ungarn und Schweden haben ein Verteidigungsabkommen unterzeichnet. Danach soll Schweden 4 Gripen-Kampfflugzeuge an Ungarn verkaufen und die Unterstützungssysteme für die Jets ausbauen. Dies werde die Fähigkeit Ungarns verbessern, an gemeinsamen NATO-Operationen teilzunehmen, so der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán. Orbán hatte angekündigt, dass die Einigung die Ratifizierung des schwedischen NATO-Beitritts ebnen könnte. Der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson reiste nach wiederholten Einladungen der ungarischen Regierung nach Budapest. We are both members of EU and soon we are both allies in NATO. Ungarn ist das letzte der 31 Mitglieder des Militärbündnisses, das Schwedens NATO-Beitritt noch nicht zugestimmt hat.